Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde 7 Days to Die mit Voucher und mit dem Nameless. Schön, dass ihr da seid. Es ist mal wieder übles Wetter, aber nichtsdestotrotz haben wir einiges zu tun. Ich möchte nämlich heute in die Horde gehen und ein bisschen Zeit haben wir noch und die verbleibende Zeit nutzen wir selbstverständlich auch. Hier läuft jetzt nochmal Zeugs rein, das ist gut. Das hier würde ich gleich rausjagen, da brauchen wir eigentlich jeden Barren. Holz muss ich wahrscheinlich nochmal holen. Wir lassen es mal auf 15 Minuten laufen, hier die ganze Geschichte. Hier würde ich dann auch noch mal ein bisschen was reinhauen. Ich habe jetzt noch mal das ein oder andere überlegt. Wir laufen gleich noch mal die Stelle unten ab. Kann sein, dass wir noch das ein oder andere ein bisschen verfeinern müssen. Jetzt war die Frage. Was habe ich hier? Jetzt lasse ich das einfach mal so. Jetzt gehen wir mal rüber geschwind. Beziehungsweise ich mache erstmal die Klappen. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach nämlich den Gulli auch noch abbauen müssen. Wie viel kann ich? Ich mache mal 6 Klappen, würde ich sagen. Fertig. Lassen wir es durchlaufen. Dann machen wir unser Helmlichtmod an. Wunderbärchen. Jetzt lass mich mal eben kurz hier durchschlänzen, ob das ein oder andere vielleicht noch da war. Den Kleber, den kann ich auf jeden Fall hier unten reinschmeißen. Der wäre dann für hier. Dann würde ich den jetzt auch noch rausnehmen. Dann können wir nach der Horde nach 9 besorgen. Dann haben wir hier ein bisschen Zement. Aber ich habe keinen Zementmischer. Also Zement bringt uns im Moment gar nichts, gell? Das bringt uns im Moment leider gar nichts. Jetzt pass auf, die Klappen sind in der Mache. Und die bauen wir drüben auf. Bam, bam, bam. Dann brauchen wir auf jeden Fall Holz. Das nehmen wir gleich auf dem Weg rüber mit. Und Cobblestone habe ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen. Kann ich da noch ein bisschen mehr machen? Je mehr wir aufwerten, desto besser, ne? Pflastersteinblöcke, wir machen es so. Ich werte nämlich unheimlich gern auf. Machen wir mal so. Auf geht's. Das kann ja rum. Ja, ein bisschen nervös bin ich jetzt, weil ich echt keine Ahnung habe, ob ich was übersehe, weißt du? Also, wir laufen. Hallo? Maya. Oh, Alter. Dir ist kalt. Au, guck dir das mal an, wir haben kaltes Wetter gerade hier in unserem Biom. Ja gut, wir sind auch klatschnass und kalt. Nicht gut, nicht gut. Hallo? Was schon da heute los? Also da muss ich jetzt sagen, das fällt immer mehr auf. Es sind einfach mehr Zombies unterwegs. Schon nach einer Weile, wenn man hier ist, war immer ruhig, ne? Ist aber nicht so schlimm, finde ich. Im Gegenteil. Also guck, dieser Gulli hier zum Beispiel, der hat keine hohe Haltbarkeit. Kann sein, ich stehe da drüben und der leichtere Weg wäre für die hier reinzugehen, ne? Deswegen müssen wir den austauschen. Da muss auch eine 3000er Klappe hin. So, dass die das Gefühl haben, vorne kriegen sie mich am besten. Irgendwie sowas in die Richtung. Dann machen wir nämlich den zu über Nacht. Und dann schauen wir einfach mal. Im schlimmsten Fall lernen wir aus dieser heutigen Nacht, weißt du? Aber hier dürften sie ja normalerweise nicht klopfen, oder? Das sind 5000. So, der Gulli, 1000. Den müssen wir tauschen. Scheiße, jetzt habe ich natürlich jemanden geweckt. Warte. Ey, jetzt friert da unser Bub. Hallöle. Hast du gehört heute Nacht? Dicke Party hier am Start. So. Also wenn die Nacht cremig verläuft und ich ein super gutes Gefühl habe, gehen wir morgen auf Krieger hoch. Aber das würde ich dann jetzt erstmal nach dieser Horde-Nacht entscheiden. Wie gesagt, das ist momentan alles noch Fluchtweg. Da reicht uns jetzt die Zeit auch nicht, um das alles hier noch zu präparieren. Mein erster Horde-Poller wäre die Geschichte. Und auch hier, ne? Auch hier kann es natürlich sein, die brechen ruckzuck durch. Ich würde es jetzt trotzdem einfach mal aufwerten. So, war für mich kurz. 1500 haben die Gitter. Das heißt, die Gitter werden das erste sein, was sie schlagen wollen. Und da stehe ja aber ich dahinter und schieße, ne? Und spiele dann später, wenn die Gitter wechseln, mit der Keule. Dann haben wir die Geschichte. 1500. Ist also der schwächste Punkt im Moment. Ist aber auch nur eine Notlösung für den Fall, dass sie vorne uns alles zusammenreißen. Ich kann ja auch reparieren, weißt du, während der Horde Nacht. So, hier würde ich tatsächlich einfach mal dicht machen. Jo, das machen wir jetzt einfach mal dicht. Wir kriegen noch ein Level ab, dann ist die Game Stage noch mal ein ganz kleines bisschen höher. So, und über uns ist ja alles massiv 5000. Hier haben wir 1500 Schwachstelle. Das Tor hat 5000. Da sind wir safe. So, und jetzt kommt hier nämlich der Punkt, die kommen weg. Und damit ich später schön runtergleiten kann und nicht hier hängen bleibe, werden wir da auch nochmal eine Änderung machen. So, der kommt ebenfalls weg. Muss mal ganz kurz gucken. 2 Klappen sind fertig, sehr gut. Es kann auch sein, dass ich das komplett falsch einschätze, aber ich nehme halt mal an, das war jetzt erstmal
gemütlich die erste Horde haben. So, die Dinger sollen uns schützen. Ja? Hier wegzuschlagen wäre kein Problem. Hier haben wir ja eine 5000er. Das heißt, die werden versuchen, hier durchzukommen. Jetzt haben wir ja aber dieses Problem festgestellt. Ich komme hier rein und bleib hier hängen. Deswegen kommt der jetzt weg. Und wir machen hier die Klappen auf die andere Reihe. Dann komme ich gut runter. Die Zombies natürlich dann auch. Hier machen wir die Klappen praktisch dran, ne? Ja, ist schade, dass ich es nicht weiter aufwerten kann. Jetzt hast du Material verschossen. Also Zementmischer wäre ein Thema vor der zweiten Hordenacht. Fände ich geil, wenn wir den kriegen. Das ist eine super Schwachstelle hier, ne? Das ist eine super Schwachstelle. Jetzt überlege ich gerade, wäre es nicht gescheiter gewesen? Ich lasse zumindest hier einen Doppelblock. Und dann kriege ich die Klappen nicht dran, ne? Brauche ich die Klappen dann überhaupt? Ich kann sie natürlich hier oben dagegen machen. Das würde gehen. Ja, wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Ist ja nicht so, dass alles in Stein gemeißelt ist forever, ne? Ah, shit. Dann heb's erstmal noch auf. Also hier ist jetzt kein Problem. Da würde ich dann eventuell die Klappe hier reinsetzen. So, jetzt pass auf. Jetzt muss ich nochmal für mich... Wenn ich es so mache, geht es ja nach rechts auf, ne? Advanced war das, ja? Hat das jetzt genommen? Ich nehme an. Wo sieht jemand den Pfeil? Okay, pass auf, wenn der Pfeil zu mir guckt, geht es von mir weg auf. Das heißt, so müsste es richtig sein. Die müsste jetzt... Nee, nee, dann klappt sie nach da auf. Wenn ich es so mache, klappt sie zu. Dann ist es auch nichts. Das heißt, warte mal, ist ein bisschen tricky, gerade weil ich nicht 100% weiß. Wenn ich sie hier dagegen mache, bringt es uns nichts, ne? Ich muss jetzt gerade ein bisschen rumspielen. Wenn ich es so mache, klappt sie nach da auf. Ich muss sie eigentlich hinten an die Wand machen, ne? Hier. Und zwar... Ne, dann klappt sie auch zu. Ich muss es praktisch... von unten dagegen machen. Ich komme nicht drum rum. Dann haben wir nur das Problem, dass ich den hier nehmen muss. Ne? Schade. Ich habe gedacht, ich habe da jetzt irgendwie eine super Idee. Aber das kriegen wir nur so hin, indem der dann runterklappt. Ja, aber pass mal auf. Jetzt kommt was. Achtung, ich setze es mal hin. Ich weiß, dass der Stein da vorne die Klappe verdeckt. Aber Achtung. So. Ja. Jetzt habe ich hier nochmal zusätzlich einen Schutzstein, wenn die Klappe weg ist. Das wäre eine Idee. Ist das wirklich eine Idee? Ja, weil die Klappe hier oben dran hängt. Hier hängt die dran, ne? Das einzige Problem, was wir haben, hier kriege ich keine hin. Ja, und was ist, wenn wir es so lassen? Mit einer Klappe? Dann schlagen sie uns wahrscheinlich die Steine recht schnell weg. Ich kann halt von hier keine da oben machen. Ne, das lasse ich so. Das wird halt später dann nochmal aufgewertet. Die brauchen wir eigentlich gar nicht hier, die seitlichen Dinger, gell? Das ist unnötig. Ich mache die mal kurz weg. Was ich machen kann, aber das schaffe ich jetzt leider nicht vor der Horde heute Nacht. Ich kann da oben das angleichen, sobald ich Werkzeug habe. Sobald ich Werkzeug habe, also sagen wir mal, das klappt heute. Wir machen die zweite Horde Nacht hier unten, dann vielleicht schon mit den ersten Fallen. Dann würde ich das rausschlagen und das Ding anpassen, sodass wir hier nochmal drei Klappen zusätzlich haben. Ne? Und heute Nacht probieren wir es mal so, weil die sind ziemlich schnell weggeschlagen. Ich gehe davon aus, dass das ruckzuck passiert. Ich stehe hier. Was ist denn, wenn ich... Ich könnte die vielleicht schon montieren. Das Problem ist, dass ich dann da oben eine Lücke habe. Ich weiß nicht, das gefällt mir halt nicht. Was ich noch machen kann... Nee, das geht auch nicht. Den kann ich noch reinsetzen. Hier müsste ich dann rausschlagen. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt im Moment nicht die Mats. Wir lassen das so. Das wird so gehen. Das heißt, wir haben links und rechts eine Schwachstelle. Weil da nur diese Steine hier sind mit 1500. Dann haben wir diese... 3000er Klappen. So, hier stehe ich und kämpfe. Und das merke ich ja. Wenn ich nicht mehr hinterherkomme, dann flütze ich hier rein. So. Die Tür werden sie in Ruhe lassen. Sie werden dann die Spikes hier weghauen. Und dann hier auf uns draufgehen. Auch hier kann ich natürlich mit Klappen das ganze Ding dann später machen. So, probieren wir es. Es dürften nicht allzu viele kommen. Aber wie gesagt, da habe ich mich schon mal getäuscht. Wir hatten schon Nächte, wo wirklich niemand kam. Und wir hatten schon Nächte. Hier wollte ich noch kurz gucken, weil dieser Vorsprung, der stört mich ein bisschen.
Wir hatten schon Nächte, wo ich gedacht habe, wow, für eine Einser-Nacht ist es aber ordentlich, ne? Von daher lieber Nummer sicher. So, und jetzt hätte ich gerne hier den Vorraum. Also hier mache ich jetzt ganz kurz für mich einen kleinen Laufweg, dass ich hier keine Kante habe, an der ich hängen bleibe heute Nacht. Du, es probier mal einfach. Zur Not, wie gesagt, gehe ich draußen auf die Mauer. Den kannst du setzen, aber du musst andere Blöcke noch nehmen. Hast du noch Baublöcke? Irgendwie sehe ich gerade keine. Mach mal ein paar Baublöcke. Wie viel kannst du denn? 58, mach mal 22. Weil Holz muss ich bestimmt noch holen. Den Cobblestone mache ich jetzt erstmal weg. Die Klappen, die da fertig sind, eine kommt hinten hin. Das passt auch. Bis das fertig ist, tue ich mal hier noch ganz kurz. Ja, weißt du was? Das probieren wir dann jetzt einfach so. Das würde ich jetzt hier noch komplett rumziehen. Ich erinnere mich gerade, war das damals, als wir die Feuerwehr so schön gemalt haben und alles in der Staffel? Wisst ihr noch, wo ich diese Geschützturmpoller hingebaut habe, wo die Horde, wo ich dann glaube ich nach einer Minute mussten wir schon fliehen. Nach einer Minute mussten wir glaube ich schon fliehen bei meiner Konstruktion. Was ich damit sagen will, es kann schon sein, dass es nicht ganz so cremig läuft, ne? Aber man muss dann einfach seinen Ideen nachgehen und draus lernen, finde ich, in dem Spiel. So, jetzt pass auf, jetzt repariere ich ihmchen. Wie gesagt, den mache ich jetzt nur erstmal für mich, den Weg. Weil ich stehe ja hier mehr oder weniger. Wenn das funktioniert mit diesen Shots, sag ich mal, dann können wir da halt auch da hinten noch eins machen. Wir könnten selbst hier noch eins davor setzen und dann uns wirklich Stück für Stück zurücktreiben lassen, ne? So, den wertest du noch auf für die Schönheit. So, nur mal für mich. Ist da zufällig ein Übungszombie gerade? Da hinten, ne? Jetzt pass auf. Ich gehe ja davon aus, sie hopfen runter. Für den Fall, dass sie es nicht tun, habe ich die Leiter gebaut. Sie hopft. Sehr geil. Dann gehe ich hier rein. Ich habe eine Leiter gebaut, dass sie mir hinterher kann. Macht sie. Ich flitze natürlich dann hier runter. So, und hier kann ich ja schon schießen. Ja, wir haben ja ein bisschen Munition. Oh, schön. Vielleicht habe ich eine Wanderhorde. Meine Idee ist erstmal, dass ich halt hier stehe. Dann kommt sie runter. Jetzt schlägt sie praktisch hier auf mein Tor, ne? Also die Steine. Aber wenn die später hier sich verteilen. So, und jetzt müsst ihr euch das halt einfach mit nach. Also ein Showcase haben wir gesehen. So stelle ich mir es vor. Wenn dann natürlich dann nachher mehrere kommen, weiß ich es nicht. Aber ich kann hier nämlich auch. Ich glaube, das wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, es wird. Und dann mache ich mir irgendwann die Mühe, mache das hier schön zu, werde das irgendwann so auf und lasse immer Schwachstellen, dass wir kämpfen können. So, also ihr habt gesehen, die hopfen runter. Nur für den Fall der Fälle habe ich gedacht, mache ich hier mal so eine Dings hin. Die lassen wir einfach mal stehen und gucken, was da noch übrig ist davon. Aber ich nehme an, das passt. So, und jetzt haben wir nur ein Problemchen. Der Gulli hinten hat nur eine 1000. Das heißt, wenn wir Pech haben, und hier will ich noch Spikes zumachen, ne? Oh, weißt du was? Kommt der Schönheit wegen. Ein bisschen Zeit haben wir doch noch. Weil es sieht so aus, als ob ich jetzt praktisch nichts mehr brauche, ne? Gut, es waren jetzt zwei Zombies. Das sollte man normalerweise. Das sollte man normalerweise jetzt nicht viel ableiten davon. Wichtig ist aber, dass wir gesehen haben, sie kommen runter, ne? Es wird nur ein bisschen wuseliger, weil sie halt auch schneller sind heute Nacht. So, aber das, ich glaube, das kriegen wir hin. Wie gesagt, draußen die Mauer präparieren wir uns noch kurz als Not. Da musst du noch rausschaffen. Ja, guck mal, da hast du deinen Weg heute schon. Noch nicht ganz aufgewertet, aber Weg ist da. So. Ja, das ist gut. Und ich hatte es ja schon angekündigt für diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Wir werden schon oben in der Feuerwehr oder auf dem Vorplatz von der Feuerwehr eine Hordefalle bauen. Eine schöne, irgendein Thema fällt mir noch ein. Und das hier wird mehr oder weniger dann der Punkt, in den wir flüchten, wenn sie uns überrennen oben. Das heißt, wir bauen es praktisch rückwärts auf. Weil die Backup-Falle reicht jetzt die ersten zwei Horden, denke ich. So, also, das haben wir getestet, das ist okay. Mehr aufwerten kann ich hier leider nicht. Hier würde ich dann eventuell gleich mal gucken, dass ich noch ein bisschen was zum Reparieren mitnehme. Dann würde ich hier zuspiken. Wir flüchten dann hier rein, wenn es eng wird.
verteidigen so lange die Kiste hier, bis sie uns da auch überrennen. Aber das müsste man noch kurz anpassen, sonst graben sie sich vielleicht durch, ne? Ja, also das müsste ich noch aufwerten hier. Oh. Ja gut, das hatte ich eh vor. Guck mal, er kommt hier nicht an die... Er kommt mir hier nicht an die Blöcke mehr jetzt. Das ist komisch, weil das Ding da drauf steht, denke ich mal, ne? Ja gut. Das hier kann ich ja später mit Holz verkleiden, wenn ich noch ein bisschen Holz hole. Das hier ist dann soweit okay. Hier, wenn wir irgendwann den Weg weiterziehen und wir flüchten dann. Und jetzt kommt der Punkt, angenommen die Horde kommt, sucht sich tatsächlich den schwächsten Block und der ist aktuell, was den kompletten Tunnel angeht, hier. Und wenn ich dann nicht aufpasse und die kommen hier runtergeschnallt, dann stehe ich vorne, warte auf die und sie überraschen mich. So, ich mache die mal kurz weg. Aua! Flieg doch mal um. Oh, Nameless. Nameless. Oh, guck mal, geschwind 28 Leben nur noch. Alter. Habe ich Leben verloren? Zu viel gerade durch den Ding vielleicht? Durchs Wetter, dass ich nicht drauf geachtet habe? Oder hat er mir mit ein, zwei Schlägen jetzt alles gegeben, was er drauf hat? Verwende Schmerzmittel. Muss ich nachher kurz rüber. Also komm, lass uns den Gulli weghauen und eine Klappe setzen. So, dann geht es jetzt darum, dass ich noch ein bisschen Holz hole, Spikes unten setze und wenn wir noch ein paar Eisenbarren haben, dann würde ich die halt eventuell noch mitnehmen zum Reparieren heute Nacht. Und dann versuche ich diese zwei Blockaden, die ich jetzt aufgebaut habe, so zu halten, dass es läuft. Zeit passt. Ja, dann würde ich jetzt wahrscheinlich kurz die Spielgeschwindigkeit anpassen. Aber jetzt gehen wir erstmal noch zusammen wirklich noch die Spikes vielleicht schön setzen oder so. So, mal kurz Spikes. Ich weiß, dass die Holzeisen, die Eisenstacheln sind halt schon geiler, ne? Ja, aber ich kann jetzt nicht tausend von den Dingern. Hebt das Ding da drin? Ja, ne? Warte mal geschwind. Wenn ich so reinsetze. Gut, es ist halt jetzt nicht mehr so stylisch, wie es vorher war. Aber Tausender. Tausend, also mehr Blockstärke haben wir, ne? Das heißt, sie würden eher vorne auf mich zukommen, denke ich. Wenn das müssen wir hier eine Tresortür irgendwann reinsetzen. So, weil ihr jetzt gerade noch alle da seid. Wenn ich dann hier flücht. Wäre für mich. Wieder kriege ich keins drauf. Ich muss halt auf die Mauer hoch, ne? Und dann nehme ich den Block weg und dann bin ich hier oben zumindest ein bisschen in Sicherheit. Da war nix. Achso, ja, aber den Halbblock, den schaffen die nicht, ne? Dann kann ich doch jetzt hier auch schöne Halbblöcke hinsetzen. Pass mal auf. Das ist wirklich jetzt nur mein absoluter Notfall, ja. Ich komme dann hier aus dem Gully raus, hinter mir die Horde, dann kommen sie von links und rechts und so und dann wird es eh knifflig, wenn wir so weit sind. Und dann muss ich hier hoch. Alles klar. Wie schön, dass da jetzt kein Block mehr steht. Ich hole mal Holz. Leute, wir probieren das so, ja. Und wenn alles klappt, also wenn es cremig läuft, was für eine Game Stage haben wir denn jetzt aktuell? Mit was muss ich das gucken hier, ne? Ja, wenn das alles klappt und easy peasy ist, kann sein, dass ich die nächsten Runden auf Krieger schon mal hochgehe. Und dann schauen wir uns das, wie es sich anfühlt, ne? Wenn es hektisch wird. Oder wir machen nach dem Ding nochmal Missionen und gucken einfach, wie wir uns fühlen. Das können wir natürlich auch machen. Jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, das Ziel ist ja auch ein bisschen was rauszufinden, diese Runde. Reicht erstmal. So. Ich nehme an, dass ich hier oben eine Weile aushalte. Das ist nur, dass ich irgendwo stehe, wo sie mich nicht einfach so kriegen, ne? Das Schild müsste ich aber wegbauen, sonst hüpfen sie da hoch.
Das heißt, in diesem Falle haben wir jetzt den ersten Teil der Backup-Falle gebaut, in die wir dann später, wenn wir mal bei heute Nacht 10 sind oder so, in die wir dann flüchten würden. Das ist schon mal ziemlich cool. Und wir haben sogar ein Backup zusätzlich, indem wir hier die Mauer mit einbeziehen, ne? So, die Idee ist jetzt, dass ich dann praktisch hier. Ich mache mal den Rahmen hin, dann sehe ich es besser. Ja, also ich denke, ich habe es ja jetzt erklärt, ihr wisst ja, ne? Also ich gehe dann praktisch hier hoch, bam, bam, nehme das weg. Wenn Geier kommen, habe ich natürlich ein Problem. Ich darf hier nicht runterfliegen, das sind alles so Kleinigkeiten. Ich sollte aber sicher sein, bis auf den Springer-Zombie. Aber ich bin ja auch noch da und wehr mich, also es wird schon irgendwie gehen. Das heißt, wir beginnen die Horde mit geschlossenem Deckel. Wenn ich hier raus flüchten muss, haben wir das. Dann haben wir das und ich kenne mich. Ich kenne mich. Ich setze das schon mal wieder hin. So. Jetzt bräuchte ich hier Schmerztablett, gell? Wie viele Spikes kann ich bauen? Spike. Wir machen erstmal Holz, weil ich nicht weiß, wie viel ich zum Aufwerten habe. Oh, eins. Eins nur. Ja, dann hole ich jetzt so ein bisschen Holz. Tja, Leute, vielleicht mache ich einfach auch eine Blende in die Horde und wir verbringen jetzt noch 2 Minuten zusammen, dass wir unten noch die Spikes gemeinsam setzen gleich. Dann müsste ich dieses Schmerzmittel nehmen. Das haben wir, glaube ich, drüben. Munition habe ich jetzt ein bisschen sparsam, war ich ja. Ne? Es ist nicht so, dass wir nichts haben. Ich darf halt jetzt das Magazin nicht leer bollern heute Nacht. Ich muss ein bisschen gezielter vorgehen. Den nehme ich auch noch mit. Wie viele Spikes werden das da unten sein? So 20? Haben wir schon mal 8? Ich weiß, ich weiß. Hat es mit dem Honig nicht geklappt? Hast du wieder Bier getrunken? Nee. Das steigt doch links drüben, oder? Ich habe gedacht, ich habe einen Honig genommen. Ich guck mal, wenn es auf 1,5 geht, nehme ich halt. Vielleicht hat es auch nicht geklappt. So, Leute. Hat eine Weile gedauert jetzt, aber ich würde mal wirklich sagen, wir bleiben bei dieser Idee, dass wir einmal mindestens in der Woche eine Dings machen, eine Honignacht. Eine harte Nacht. Honignacht. Warte, die kannst du ja von mir aus gleich mal hier drauf. Setz die Bäume nach. So, nochmal gucken. Nochmal 5 Stück. Ja, die kann ich ja dann holen, wenn ich soweit bin. Da würde ich nochmal einen reinsetzen wieder. Und hier setzen wir dann vielleicht später einfach 2. Geht nicht? Geht nicht. So, die 2 Bäume schnappe ich noch, dann muss es reichen. Schöne Geschichte. Es bleibt natürlich trotzdem gemütlich. Natürlich üben wir ein bisschen mit den Schwierigkeitsgraden, dass ich mich da selbst finde in dieser Staffel. Wir werden unser Apartment, also das ist das Erste, was wir machen, wenn die Horde hinter uns liegt, morgen gehen wir erstmal looten. Bisschen für den Joel, bisschen für unsere Jen. Dann würde ich rübergehen und hier auf jeden Fall mal eine Etage versuchen freizuräumen. Das machen wir jetzt immer parallel mit, ne? Crack a coffee. So, mein Freund. Den setze ich hier, den hier. Wir dürfen auch nicht zu viele Bäume setzen, sonst habe ich am Ende wieder Performance-Probleme wegen zu vielen Bäumen. Aber im Moment macht es Sinn. Wie viele Spikes habe ich denn jetzt? 15. Komm, wir gehen runter, dann weiß ich's. Okay, das Ding klingt ab. Die Schmerztablette, die habe ich drüben. Gut. Oh, jetzt machen wir noch die Spikes hin. War kurz wie das Drohnengeräusch. Droni kommt ja auch noch. Hallo. Wollen wir hier durch? Du, so schlecht ist der Deckel gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Mir hat zwar der Gullideckel gefallen, aber. Okay. Ich bin so gespannt, ob das was wird. Ja, stabiler kriege ich es jetzt nicht. Ich habe nicht mehr Materialien zum Aufwerten im Moment. Und auch mit den Spikes, die sind leider halt, ne, wisst ihr ja selber, ihr habt es ja schon gesehen. So. Würde ich das schaffen, dass ich da genau. Oh, warte mal, jetzt hast du Scheiße gebaut. Du hättest erst da.
Na egal, die werden hier einiges wegropfen heute Nacht. Wenn sie überhaupt hier durchkommen. Ziel wäre schon, dass sie es eben nicht schaffen. Ne? So, hier muss ich freilassen für meinen Weg. Jo, die setze ich jetzt hier hin. Fertig. Mehr machen wir da gar nicht. So. Ne, wenn ich merke, ich muss flüchten. Bumm. Geht hier auch Doppel-E. Aber gut, ob ich das beim Flüchten natürlich hinkriege. Ja, es geht bestimmt, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. So, Leute. Mehr würde ich jetzt gar nicht machen. In dem Moment könnt ihr eure Einschätzung euch überlegen. Wo werden wir enden? Wahrscheinlich im Dreck. Und wahrscheinlich werde ich hier selber die Spikes abbauen. So, jetzt lass mal kurz gucken, wie viel. Ich habe noch 36 von den Dingerchen hier. Ich will aber auch reparieren, ne? Das heißt, pass mal auf, ich mache mal eine. Die da mache ich auch noch. Und die da geht nicht. Machen wir die. Und die machen wir noch. Jetzt ist fertig. Der Rest brauche ich fürs Reparieren von den Toren vorne. Ne? Können wir noch eine? Eine mal noch. Und dann gehen wir uns richten und dann blende ich uns rüber kurz vor Hordernacht und dann geht's los. Schade, hier kriege ich keine rein. Natürlich wäre das auch geil, ne? Und hier hätte ich eigentlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich kann ja hinten rum rein, ne? Ja, aber ich muss ja vorne anlocken. Nee, das lassen wir jetzt so. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Fertig. Gut. Da hier einen Deckel hinten zugemacht, muss ich gucken. Nein! Ich häng schon drin, Alter. Boah, Alter, wie viel Leben kostet das? Gerade eben spekuliere ich noch. Es geht noch nicht mal bis zur Horde Nacht. Nicht weiter. Leute, ich habe mich selber geschrottet schon. Das lasse ich jetzt so. Ich brauche die Schmerztablette. Der Bub hat ständig Kopfweh hier. Das Highlight wieder. Das hier hat geklappt scheinbar, ne? Aber wir können ja mal Einschätzungen abgeben, wo man in der Nacht war. Tot. Bevor überhaupt der erste kam. So, Fluchtweg ist hier, alles klärle. Ne, bis ich weiß, du kriegst jetzt der Tablettle. Wasser. Ja, ich guck mal, was ich drüben habe für dich. Und sobald wir diese Etagen frei haben, kommen diese grünen Ränder hier weg. Die gefallen mir ja auch nicht. Die möchte ich weghaben. 18:36 Uhr, alles klar. Wie lange sind wir jetzt unterwegs? Passt. Guck mal ganz kurz, ob du da noch was drin hattest. Weiß ich nämlich auch nicht mehr. Oh ja, richtig, ich wollte noch ein bisschen ausleuchten. Dankeschön. Weil ich ja die Helmlicht habe, also das passt jetzt schon. Was machen meine Blümchen? Kürbis. Ist alles noch im Anbau, aber wächst raus, ne? So, Leute. Ich freue mich dann auch auf die Zeit vor der zweiten Horde, wenn wir hier wieder unser Zeugs machen. Ne? So, die nehme ich jetzt natürlich nochmal mit. Die würde ich noch durchlaufen lassen. Das passt, ne? So, nehmen das. Jetzt gucken wir mal, ob ich für dich was hab. Ich weiß nur nicht genau wo. Hier sind Mats drin. Hier ist leer. Hier ist die Schmerz. Die nehme ich mit, weil ich schon welche verbraucht habe, bitte. Au, da, Betonmischung, Leute. Ist nicht viel, aber ein Anfang, ne? Sonst noch irgendwas? Wüsste jetzt nicht was. Nimm mal die Nähs jetzt noch mit für die Horde. Die drei Wasser koche ich mir noch geschwind ab. Nahkampfschaden, Dauer 6 Minuten, die nehme ich auch mal mit. Tragekapazität, Laufgeschwindigkeit, nehme ich auch mal mit. Nehme ich auch mal mit. Ja, habe ich sie dir noch nicht reingemacht? Achso, dauert noch 4 Minuten, alles klar, alles klar. So. Drei Wasser ist besser als nix. Haben wir. Und das ist auch besser als nichts. Alles klar. Das lassen wir jetzt noch durchlaufen. Dann sehen wir uns gleich am Eingang zum großen Gully, ne? Also am großen Eingang. Um 21:30 Uhr oder so. Okay, gleich geht's los. Ich habe mir jetzt überlegt, zur Sicherheit mache ich hier nochmal eine Aufwertung. Wir haben ja ein bisschen was gefunden an Mischung. Zack. Jetzt ist auf jeden Fall für die Horde ganz klar, sie nehmen eher die Mitte.
Und dann hätte ich hier vielleicht noch eine gute Chance, wenn ich die Reihe auch noch aufwerte. Dann werden sie sich aufs Gitter konzentrieren, schätze ich mal, ne? Ja, ich mach den auch. So, das war die Geschichte. Jetzt laden wir die Waffen einmal kurz nach. Hier lasse ich auf. Den Schubser habe ich hier hingestellt, für den Fall, dass ich flüchten muss. Vielleicht habe ich eine kleine Chance und er hilft mir zu entkommen. 21:28 Uhr. Ja, ich würde sagen, wir zelebrieren jetzt noch die letzte Ingame-Zeit. Wie gesagt, ich habe auf Standardeinstellungen, was die Tag-Nacht-Geschwindigkeit angeht. Also nicht mehr 120 Minuten. Und ich habe Veteran drin im Moment, ne? Und wir entscheiden jetzt anhand dieser Nacht, ob wir auf Krieger gehen morgen für die Mission dann. Die Barren sollte ich mir vielleicht aufheben, oder? Zum Reparieren. Wie gesagt, hier ist jetzt eine super Aufwertung drin. Die Klappe ist einfach nur da, dass der Block nochmal geschützt ist. Essen, trinkenstechnisch. Ich mache mal das hier runter. Ich überlege gerade, ob ich noch in irgendwas ein bisschen Muni habe. Ja, das hätte ich natürlich draußen lassen können hier, aber jetzt ist schon vorbei. Ich trinke unser letztes Wasser. Ich mache den mal dahin, den dahin. Den Schädelbrecher. 6 Minuten hebt der. Dann nehme ich den einfach um Punkt. Aber wichtig wäre, dass ich hier. Ah ja, ich habe natürlich hier nochmal eine Fackel hingehängt und hier ans Eck, ne? Hab aber die Helmlicht trotzdem an. So, Leute. Ja. Warte mal, wenn es dann später weg ist, das Grüne, dann sieht es richtig gut aus. Keine Ahnung, von welcher Richtung sie kommen. Um 21:59 Uhr nehme ich diesen Schädelbrecher. Seht ihr, von wo die kommen? Ja, da kommen sie angeschnallt. Die sind da, die hopfen da runter. Da kommen sie, Leute. Erstmal keulen wir, oder? Ne, ich schieß. Ich habe ja Veteran drin. Ja, aber schön, wie sie sich hier in Reih und Glied, ne? Wie gesagt, es kann sein, dass das alles ist, was wir heute zu sehen kriegen. So, warte mal, ich mache hier kurz mal. Ja, geht, 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 geht. Das geht. Ich darf nur nicht zu nah hingehen, sonst hauen sie mich jedes Mal. Kommt noch mal einer. Von hier kommt gerade die Tür, die ich eher zumachen sollen, gell? Nee, das läuft. Da wären wir wahrscheinlich. Je nachdem, was oben los ist, das weiß ich nicht. Oh, ich bin so froh, dass wir endlich die Horde haben. Ich hab's vermisst. Das läuft im Moment mit dem, mit der Keule auch. Ich muss nur ab und zu aufwerten, ne? Aber guck mal, da haben wir einiges an Puffer, ne? Okay, das kann natürlich passieren vereinzelt, dass doch mal einer durchflutscht. Wird wahrscheinlich ein Problem, wenn es dann später mehr sind, ne? Und zwar ist es meistens, wenn sie aufstehen. Jetzt habe ich gerade ein kleines Ausdauerproblem. Okay, jetzt geht doch ein bisschen was hier. Sobald sie aufeinander hängen, so, guck mal. Und dank Veteran brauchen wir jetzt doch mehr Schläge, sonst wären wir schon fertig. Ja, aber da brauche ich mal nicht so schnell den Kopf machen. Die sind doch stabiler, als ich gedacht habe. Die 3000er Werte hier, ne? Leute, so funktioniert es wahrscheinlich ein, zwei Nächte. Der da nervt mich ein bisschen, ja. Okay, sie kommen weiter. Muss ich mich schon heilen? Im Moment noch nicht, ne? Leute, ich freue mich gerade voll, dass wir das hier unten machen. Die Treppe hätte ich nicht gebraucht, ne? Guck mal, ich brauche jetzt im Moment hier tatsächlich nur stehen.
Was natürlich ein Problemchen ist, die Geier. Da müssen wir irgendwie Turrets bauen. Dass die von außen allein gemacht werden. Natürlich später, wenn Demolisher und so kommen, ist hier auch gleich Feierabend, ne? Ich versuche mal ein bisschen Ausdauer zu sparen. Es kommen auf jeden Fall mehr, als ich es vermutet hatte. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten dann später hier noch ein paar automatische Schussanlagen. Das kriegen wir schon hin. Also das ist schon mal richtig geil. Wenn wir jetzt die Nacht so durchkriegen, mache ich morgen Krieger rein. Und dann machen wir morgen gemütliche Kriegermissionen. Aber es bleibt halt nicht so. Es kommt irgendwann der Status, wo du halt mit der Keule allein nicht mehr... Wollen wir das zweite Ding noch eben testen, solange das hier so gut läuft? Der ist drin. Wir testen's. Ich habe vorne aufgemacht, ne? Oh, sie klopfen auf die Tür, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, die gehen hier an die Spikes, ne? Zählen die Klappen nicht als Block? Ist ja interessant, dass sie auf die Tür drauf gehen direkt, ne? Nicht ein Spike geht kaputt gerade. Ne, ne, wir haben ja irgendwas... Irgendwas hindert sie daran. Da oben haben wir eine Schwachstelle, ne, wenn wir Pech haben. Aber auch das hier funktioniert und sie kommen nach wie vor vorne rein. Ich habe ein bisschen Befürchtung gehabt, wenn ich zu tief drin stehe im Tunnel, dass sie dann doch über den Gully kommen, ne? Und es wird irgendwie nicht ruhiger. Normalerweise haben wir sie immer abgearbeitet, die erste Horde um die Zeit. Nächste Runde Schwung. Ich repariere gleich. Gut, die hebt ewig hier, ne? Der Block dachte ich, dass das hier einen Schaden, dass sie da schneller durchkommen, aber offensichtlich klappt es. Blöd ist hier, das muss ich nochmal ändern, dass ich hier halt nicht mit der Keule spielen kann gerade, ne? Das kostet uns jetzt alles Muni. Den hat es an der Spike erwischt. Ja, aber das funktioniert zumindest jetzt am Anfang. Nochmal einer am Spike hängen geblieben. Das Problem ist, wenn er fokussiert, verbraucht er halt Ausdauer. Oder kommen aber jetzt mehr, als ich gedacht habe, leider. Ich würde gerne wieder vorgehen, aber ich komme gerade nicht dazu, da rauszugehen, ohne zu sterben. Ich hätte nachladen sollen essen. Es sind mehr, auf jeden Fall, als ich gedacht habe. Gut, wir haben ja auch nicht den Standardwert eingestellt bei Anzahl, ne? Also insgesamt haben wir mehr zu tun, als ich gedacht habe. Natürlich ist es auch geil, wenn sie hier so rausgucken, ne?
Wenn es die Muni jetzt gleich ausgeht, wird's blöd. Das war die Geschichte. Vorne hätte ich halt munitionssparender kämpfen können. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Kann auch sein, dass mir jetzt gleich nichts mehr einfällt und ich irgendwie davor muss. Hier wären auch Klappen besser gewesen. Jetzt komme ich nämlich immer raus, ne? Wow, ist da viel los für die erste Horde, nachher hätte ich gedacht. Aber klar, wir haben ja ewig gebraucht, ne? Und das Nachladen von dieser 9mm ist auch übel. Okay, es kommt keiner nach, deswegen habe ich es rausgeschafft. Okay, die Spike-Reihe hier, die ist super. Ey, ich hätte gedacht, dass sie auf die Tür gehen. Ich dachte, dass sie hier auf die Gitter eher abzielen, dass sie die durchschlagen. Aber sie nutzen ihre Power, um gegen die Tür zu wettern. Guck mal, wie viel haben wir noch übrig, ne? Und wir können das ja alles nach und nach immer für aufwerten, bis wir irgendwann bei Stahl sind, ne? So, die haben wir jetzt soweit repariert. Hier war nichts kaputt. Gut, hier haben sie uns ein bisschen was weggemacht. Ansonsten, hier, aber da sind sie eher aus Versehen dran gekommen. Schöne Geschichte. So, war unsere erste Horde Nacht und es hat hingehauen. Bam, bam. Aber ich habe auch die Muni verschossen, ne? Das ist okay so. Bis wir oben dann überlegt haben, was für ein Fallenprojekt wir tatsächlich angehen. Ne? Hier ist nichts kaputt, hier auch nicht. Der hat ein bisschen was abgekriegt und der schlagen die durch, ne? Ich bin happy. Es war mehr los, als ich gedacht habe. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und wir haben es überlebt. Ich gehe morgen mit euch 2er-Mission beim Joel machen und dann 1-2-1er-Mission bei der Chen. Und wir probieren das Ganze mal auf Schwierigkeitsgrad Krieger, dass ich ein Gefühl kriege, ne? Das war's. Sehr schön. Bin ich jetzt erschrocken mit dem Geräusch. Die Treppe draußen können wir abbauen, wenn du mich fragst. Die hopfen astrein hier runter. Ja, ist egal. Leute, ich bin heavy. So, jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz den Weg, den ich gegangen wäre. Hätten sie uns hier tatsächlich überrannt. Dann wäre ich hier am Schubser vorbei. Du kannst wieder mit. Ich muss jetzt nur laufen lassen, ne? Wenn ich jetzt rausgehe und nochmal ins Spiel einlogge, ist die Horde nochmal. Und dann wäre ich hier rüber. Bam. Bam, bam. Und wenn da noch Probleme gewesen wären, wäre hier das Fahrrad. So Leute, ich sehe euch morgen, ich freue mich auf euch. Bis dann.